So, hier sind wir wieder. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Probleme, diesen Sound auszutarieren. Das ist mit diesem Spiel einfach völlig unmöglich. Es kann also sein, dass meine Stimme jetzt etwas lauter ist als der Spielsound, aber ich hoffe, dass ich es halbwegs hinbekommen habe, dass der Spielsound gut zu hören ist trotzdem. So, Rotkäppchens Mutter, völlig egal. Jetzt können wir weg. Den Korb haben wir ja mittlerweile, oder? Moment. Korb. Den Korb haben wir, genau. Korb mit Fressalien. Wunderbar. Auf zur Trollbrücke. Sieh an, der Troll ist endlich fertig. Dann kann ich mir jetzt seine überzogenen Forderungen anhören, nur um zu erfahren, dass ich sowieso nicht rüberkomme. Ja, ich hätte eigentlich befürchtet, dass wir überhaupt nicht so gut rüberkommen, beziehungsweise dass die Brücke noch nicht fertig ist. Aber mal gucken, was der Troll so will. Hallo Troll. Halt, wer da? Immer noch ich. Ich will vorbei. Spricht irgendwas dagegen. Entschuldigung. Ein Troll auf einer Brücke? Bist du ein Brückentroll? Ich gehe mal wieder. Nein, ich will das erste haben. Lass mich nachdenken. Ich denke, ja. Ich erhebe hier nämlich einen Brückenzoll. Ohne den kommt hier niemand vorbei. Tut mir leid, aber das ist nun mal mein Geschäftsmodell. Was hättest du denn gern? Okay. Ein Troll auf einer Brücke? Bist du ein Brückentroll? Ganz recht. Ich bewache diese Brücke. Wisse, Fremder, nur der kann passieren, der mir 1 Million Goldstücke gibt. Ist klar. Für einen Brückentroll bist du irgendwie zu nett. Du müsstest viel garstiger rüberkommen. Du willst 1 Million Goldstücke dafür, dass ich über diese Brücke da gehen darf? Dein Helm sitzt zu eng, stimmt's? Besitzt du eigentlich einen Gewerbeschein? Oh, genau. Besitzt du eigentlich einen Gewerbeschein? Meinen Gewerbeschein? Ha! Hab ich dich, Freundchen! Ohne Gewerbeschein darfst du nicht hier stehen! Oh, einen Gewerbeschein habe ich natürlich. Außerdem meinen Brückentrollführerschein, ein Sicherheitszertifikat für die Brücke, eine Goldeintreibungserlaubnis, mehrere beglaubigte Zeugnisse für Fortbildung zum Thema Brückenkontrolle, ein serviceorientiertes Geschäft Wundervoll. Und eine ärztliche Unbedenklichkeitserklärung bezüglich der Ausübung meines Berufes. Was willst du sehen? Oh, ich komme später drauf zurück. Ja. Gut. Na gut, für einen Brückentroll bist du irgendwie zu nett. Warum nicht? Für einen Brückentroll bist du irgendwie zu nett. Du müsstest viel garstiger rüberkommen. So, findest du? Aber klar, schau mal, du willst für eine lausige Passage über diese Brücke 1 Million Goldstücke haben. Da kannst du nicht erwarten, dass dir jemand das Gold mit einem freundlichen Lächeln rüberreicht. Du musst deine Kunden einschüchtern. Mafiamäßig halt. Ich weiß nicht. Das ist nicht mein Stil. Ich möchte eher argumentativ überzeugen. Ja, wie die meisten Trolle. Trotzdem solltest du dich ein bisschen garstiger geben. Das entspricht einfach mehr dem Troll-Image. Deine Kunden erwarten das. Okay, ja, sitzt deine Helm zu eng. Du willst 1 Million Goldstücke dafür, dass ich über diese Brücke gehen darf? Dein Helm sitzt zu eng, stimmt? Das ist eben der aktuelle Tarif und dabei zahle ich noch drauf. Oh, und du gewöhnst dich besser an meine Preise, denn ich plane eine ganze Kette zu errichten. Jede Brücke im ganzen Königreich wird von meinen Mitarbeitern besetzt werden. Das wird gigantisch. Ja, ich stelle mir schon vor, wie ich jetzt in diesem Spiel noch 20 Brücken überquere und jedes Mal steht ein Troll da und will 1 Million Goldstücke haben, die ich wahrscheinlich jedes Mal auf irgendeine andere, lustige Art und Weise versuche zu umgehen. Egal. Ich komme sicher häufiger vorbei. Du könntest mir im Voraus, Bonusmeilen auszahlen. Ich komme sicher häufiger vorbei. Du könntest mir im Voraus Bonusmeilen auszahlen. Nein, ich glaube an mein Monopol. Ich gewähre keine Rabatte für niemanden. Ich gehe mal wieder. Bis bald! Ja, vielleicht können wir ihn ja irgendwie überzeugen mit irgendwas. Schlucht sicherlich nicht. Vielleicht mit diesem lustigen Topf. Hier, guck mal, ein Topf. Nein, das geht nicht. Ein Ring, genau. Nichts gegen die Homo-Ehe. Ach so, ja gut, das hat man, glaube ich, schon mal. Ja, wir könnten versuchen, mit einem Seil einzufangen oder einen Hammer kaputt zu hauen. Ich nehme meinen Vorschlaghammer plus 2. Besser nicht. Entweder er frisst mich sofort oder er sagt, huhu, das kitzelt und frisst mich dann. Ja, kann man die Brücke irgendwie kaputt machen? Trollbrücke? Ja, vielleicht kann man die Brücke kaputt hauen. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Kaputt hauen, sag ich doch. Oder du schwingst dich rüber wie Tarzan. Das ergibt bestimmt einen Sinn. Nur kapiere ich's nicht. Ach Simon, sei doch ein bisschen fantasievoll. Nimmst einfach dieses Klettereisen und dieses Seil. Und fertig ist sie, die künstliche Liane mit Und ich sag's integrierter doch. Arretierung. Hoffentlich hält der Knoten. Ja, und dann schwingst du dich hier rüber. Was soll das denn bewirken? Oder geht es an dem Ast? Och Mensch, wundervoll. Achtung, wie der große Dschungelheld. Ich würde mich ja eher auf den Vorsprung stellen, aber gut, ich bin ja auch nicht Simon.
Was zum Teufel? Auch nicht schlecht. Muss ich irgendwas machen oder was? Nee. Ich kann nichts machen. Das war doch mal ein Schrei. Der Sturz war heftig. Das unrühmliche Ende einer kurzen Karriere. So kann es einem gehen als Jungunternehmer. Ja, das Geschäft ist hart, das muss man sagen. Kann man das wieder mitnehmen? Ast? Nee. Schade. So ein Seil kann man gut gebrauchen. Tja, tschüss Troll, wir gehen rüber. Was haben wir denn hier? Ein Wachhäuschen. Das ist ein ganz klassisch rot-weiß gestreiftes Wachhäuschen. Ja. Okay, und da hinten geht's rüber zu einem geschlossenen Schild. Also einer geschlossenen Tür. Beziehungsweise eine Tür mit einem geschlossenen Schild drauf. Totentempel. Geschlossen. Gut. Wir gucken uns beides an. Ein großes, gruseliges Tor zu einem verfallenen Tempel würde ganz gut in einen Horrorstreifen passen. Aber was macht es hier? Naja, keine Ahnung. Es ist ein fantasievolles Spiel. Geschlossen Schild. Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass der Totentempel kurzfristig aufgrund eines Trauerfalles für einige Zeit geschlossen ist. Unterzeichnet Bruder Ostromus Noctanus vom Ordo Morituri. Trauerfall im Totentempel, wenn das nicht deprimierend ist. vom Ordo Morituri, das heißt also praktisch vom Orden der Todgeweihten. Herrlich. Ja, wie sagt man zu Cäsar, also den ganzen Imperatoren immer Morituri Tesalutant, also die Todweißen grüßen dich. Ach Mensch, wie schön. Ja, wie kann man dieses Teil denn aufbrechen? Achso, mir fällt gerade was ein. Ich glaube, ich habe mal sowas entdeckt wie ein Journal. Das können wir direkt mal angucken. Haben wir mich noch gar nicht gemacht. Hier ist von unten nach oben, Zauberwelt retten. Ja, Alex hat mir in einer Vision von einer großen Gefahr für die Zauberwelt erzählt. Ich muss herausfinden, welcher Bösewicht diesmal sein Unwesen treibt und wie üppig die Welt retten. Schließlich tun Helden sowas. Dann drei Sterne, keine Ahnung. Aha, du hast die Hilfefunktion entdeckt. Ach so. Überall, wo du im Quest-Journal drei Sterne siehst, kannst du dir bis zu drei Tipps geben lassen, wie das jeweilige Rätsel gelöst werden kann. Das solltest du immer dann nutzen, wenn du mal wirklich nicht weiter weißt. Aber Vorsicht, wenn du dir dauernd Tipps holst, kann dir das auch den Spielspaß etwas verderben. Okay, gut. Habe jetzt offenbar einen Tipp verwendet, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber okay. Alex hat mir einen Ring in die Hand gedrückt, der ihr angeblich einen gewissen der angeblich ein gewisser Simon gegeben hat. Aber ich weiß nicht. Anscheinend hat sich irgendein mieser kleiner Kerl an sie rangemacht, der sich als Simon ausgibt. Na warte, den Burschen finde ich und dann mache ich ihn fertig. Offensichtlich wechselt man mich mit einem Doppelgänger. Selbst Alex... Ja, ich sollte dieses Spiel erstmal mitspielen, um mehr über mein Double herauszufinden. Okay, das war ein super Tipp. Rotkäppchens Mutter hat mir... das ist an sich schon geil. Rotkäppchens Mutter hat mir einen Korb mitgegeben, den ich zur lieben Oma bringen soll. Die Großmutter lebt mitten im tiefsten Wald, jenseits der Trollbrücke. Das Haus ist angeblich gar nicht zu verfehlen. Na, danke. Ja, gut, wenn das... fortsetzen, genau. Wenn das das Haus sein soll, dann weiß ich ja nicht... Aber gut, ich meine, das Wachhäuschen wird es nicht sein. Kann man das Ding vielleicht irgendwie aufbrechen oder sowas? Mit einem Vorschlag kann man natürlich, wie ich immer versuchen werde. Tolle Idee. Funktioniert nur leider nicht. Okay, und gegen das Schild vielleicht? Das ergibt bestimmt einen Sinn. Nur kapiere ich's nicht. Was du dich immer so gegen diese Gewalt sträubst, ist mir echt völlig unbegreiflich. Nimm mal den Spat und hebel mal das Teil auf. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ja, aufhebeln. Ich rede doch mit dir. Was soll das denn bewirken? Okay, irgendwie scheint man hier nicht so direkt reinzubekommen. Ach, in den tiefen Wald, da geht's rein. Ah, natürlich. Okay. Also natürlich ist gut. Die windschiefe Bude dort hinten muss das Haus der Oma sein. Das ist echt krass. Hier muss wirklich so ziemlich jeden Quadratmillimeter oder Quadratpixel, überhaupt Quadratpixel, was für ein Spaß, jeden Pixel hier abscannen mit dem Mauszeiger. Ansonsten verpasst man scheinbar die Hälfte. Kann man diesen Pilz irgendwie nehmen, essen? Ich werde bestimmt nicht ausprobieren, was passiert, wenn ich die esse. Ich habe vom letzten Mal noch genug. Aber ist da gerade ein Vogel ins Bild geflogen, aber gut. Noch ein Pilz, aber Glockenblume, schön. Pflück sie. Wenn ich mal einen Strauß für Alex brauche, kann ich mich ja hier bedienen. Das spart Geld und den Gang zum Blumengeschäft. Ja, das ist wohl richtig. Noch ein Pilz, ein hohler Baumstamm. So ein ausgehöhlter Baumstamm ist ein prima Versteck, wenn man von blutrünstigen, rot bemützten Bestien verfolgt wird. Es sei denn, diese blutrünstigen, rot bemützten, mittlerweile schwarz bemützten Bestien verstecken sich auch da drin oder sind kleiner als du und sie können sich in einem Baumstamm viel schneller bewegen als du. Das ist ganz schön schlecht. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an Riddick, die Folge, wo der,
irgendein Gefängnisinsasse meint, dass irgendjemand von Ratten gefressen sei, weil er irgendwie in einen Schacht feststeckte. Aber das ist jetzt nur so eine Idee von mir. Baumpilze! Nein, geh nicht weg, Simon. Geh nicht weg, Simon. Das sind riesige Baumpilze. Hoffentlich wohnen keine Feen drin. Ich habe nämlich keine Fliegenklatsche dabei. Das wäre übrigens ein super Einfall gewesen für Peter Pan. Wenn die kleine Fee ankommt und er so eine kleine Fliegenklatsche, patsch, oder mit dem Schuh. Naja, ja, gibt's noch was? Nö. Also, es scheint zumindest so. Noch ein weiterer Pilz. Ich werde mal kurz den erstmal draußen alles absuchen. Eine verdächtig aussehende Blume. Ich gehe besser nicht zu nahe ran. Die Blume wirkt auf mich, als wenn sie fleischlicher Nahrung nicht abgeneigt wäre. Okay, habe ich irgendwas Fleischliches? Nee, eigentlich nicht. Pilze, noch mehr Glockenblumen, noch mehr Baumpilze. Wie breit ist denn dieser Bildschirm? Das ist ja Wahnsinn. Hier scheint aber bisher nichts weiter zu sein. Gut, gucken wir uns mal das Häuschen an und danach gehen wir zur Großmutter rein. Mal gucken, wie die so drauf ist. Sieht aus wie ein Hexenhäuschen aus einem Märchen. Da fällt mir ein, Lebkuchen wäre mal wieder was Feines. Oh nee, mir ist gerade ein bisschen zu warm dafür. Also uns jetzt irgendwie so... Oh, nur 24 Grad. Ach, wie schön. Na gut, dann zur Großmutter. Hallo Großmutter. Ich habe ein Körbchen für dich. Ei, wer kommt mich denn da besuchen? Der große Zipfelmützenfratz. Ei, ich bin's, der liebe Simon. Na, Mütterchen, ist ja nicht langweilig so allein im Wald. Das ist doch eine super Anmache. Ei, ich habe hier einen Korb voller Leckereien für dich. Ich habe noch ein paar wichtige Termine. Bis dann. Dein, das. Ei, ich bin's, der liebe Simon. Ja, der liebe Simon, der mir immer so selbstlos mein Essen bringt. So, tut er das? Ohne jede Gegenleistung? Ja, ohne jede Gegenleistung, weil der liebe Simon eben ein feiner junger Mann ist. Ich würde eher denken, er wäre ein Idiot. Aber ich will dir nicht widersprechen. Mütterchen, ist dir nicht langweilig so allein hier im Wald? Na, Mütterchen, ist dir nicht langweilig so allein hier im Wald? Zwinker, zwinker. Nun, manchmal schon. Aber was soll ich machen? Bei meinem Sohn darf und will ich nicht wohnen. Der ist mit dieser Hexe verheiratet und die würde mich am liebsten vergiften. Hat sie vielleicht Angst, dass du ihr zuvorkommst? Wer weiß? Was geht's dich an? Ja, weiß Gott. Warte mal. Die Tochter hat vielleicht vor, euch zu vergiften. Aber den Korb, den ich dir bringe, kommt jedes Mal von der Tochter, ist der klar? Aber gut. Na gut, ei, ich habe hier einen Korb voller Leckereien für dich. Ei, ich habe hier einen Korb voller Leckereien für dich. Dieses Ei ist geil. Das wurde aber auch Zeit, junger Mann. Lass sehen. Und schwupp, ein Körbchen aus dem Hut. Ei, und nichts fehlt. Na, immerhin bist du ehrlich. Langsam, aber ehrlich. Ei, was bin ich nur für ein Depp? Ich hätte besser zugelangt. Boah, du unverschämter Bengel. Jetzt gebe ich dir bestimmt nicht mehr die Überraschungen für meine Schwiegertochter mit. Bitte? Die soll sie mal schön selbst abholen, das faule Stück. Überraschungen für deine Schwiegertochter? Mit Zeitzünder oder Fernzündung? Ei, sowas käme mir doch nie in den Sinn. Nur weil diese grässliche, hässliche Gewitterhexe mir meinen Heiner weggenommen hat. Er hat es doch selbst so gewollt, der Junge. Aber eines hat er sicher gelernt. Mit 30 ist ein Mann einfach noch zu jung, um zu wissen, welche Frau gut für ihn ist. Ja. Das lässt man besser noch die Mama entscheiden. Ach, wenn ich mir das recht überlege, wäre ein Kontaktgift doch nicht so schlechte Idee. Oh Mann, ich beschwere mich nie wieder über meine Verwandtschaft. Na wieso? Die Frau ist wenigstens ehrlich. Der liebe Simon hat ein Problem mit partieller Amnesie und findet nicht mehr aus dem Wald heraus. Ist das so? Der liebe Simon hat ein Problem mit partieller Amnesie und findet nicht mehr aus dem Wald heraus. Ei, höre ich recht? Du hast Gedächtnislücken? Und das in deinem Alter? Ei, du hörst ganz recht. Kannst du mir nicht den Weg erklären? Du willst dich doch bloß vor der Arbeit drücken, du Taugenichts. Na warte, wenn ich dir eine Ladung Schrot in den Hintern pumpe, fällt dir der Weg bestimmt wieder ein.
Nein, nicht. Ich erinnere mich wirklich nicht. Lausebengel, hast du getrunken? Schäm dich. Da siehst du, wie Alkoholmissbrauch sich rächt. Aber ich... Kein Aber. Ich will nicht kleinlich sein. Schließlich bringst du mir Tag ein, Tag aus mein Essen. Hier hast du meine alte, abgegriffene Übersichtskarte. Ich habe mir nämlich unlängst eine neue mit mehr Funktionen gekauft. Jetzt findest du bestimmt den Weg, also komm mir nicht nochmal mit Ausreden. Ja, danke. Unerwartet, aber gut.